Hallo Leute. Hier ist eine Antwort für Schnorris 58, Christoph. Hi Christoph. Ich gehe das Thema an, wie ich meine Messer pflege. Nun, ich habe einen Dual-Schäfer. Damit gehe ich ab und zu rüber, wenn es ganz arg ist. Ansonsten benutze ich so ein Abziehgummi, Moosgummi, analog zu einem Abziehleder. Und in bestimmten Fällen muss man auch mal ein Messer einschicken. Und zwar in meinem Falle das Victorinox, was ich eingeschickt habe, mein Swiss Champ, weil die Stechahle sehr locker geworden ist. Und ich habe es zurückbekommen vor kurzem. Und hier ist der Brief. Und das Tolle ist, die haben einen Lieferschein. Da steht dann auch drin, Stechbohrale mit Nadelloch montieren. Garantie. Und dann steht hier total 0,00 €. Also das ist ein Service, finde ich richtig klasse. Das ist aus dem Auslieferungslager Alfred Nobel Straße 5 in Waldshut-Tiegen. Finde ich toll von den Leuten da, dass die das machen. Das Swiss Champ ist mir nämlich sehr ans Herz gewachsen. Und dann schaue ich und dann kommt mir das so vor, als ob die mir eine neue Klinge montiert haben. Und ich weiß nicht, wieso es mir so vorkommt, aber die Metallsäge, die war minimal flugrostig gewesen. Ob die neu geschliffen haben oder was? Die Holzsäge sieht meiner Meinung nach komplett neu aus. Aber dass es mein Victorinox ist, erkenne ich an der Lupe. Die hat ihre gewissen Macken. Und Griffschalen haben sie mir neu dran gemacht. Zahnstocher, Pinzette neu. Also ich bin begeistert. Begeistert. Jetzt habe ich mal geschaut. Und die neuen Griffschalen haben tatsächlich hier dieses Nadelloch auch drin. Das hatte meine alten nicht. Ich hatte so ein altes Modell. Also, das ist meine kurze Videoantwort. Ich benutze den Dual-Schärfer. Heute gar nicht dabei. Brauche ich auch normalerweise eigentlich nicht. Weil wenn ich das täglich mit dem Abziehleder mache, dann brauche ich da gar nicht viel machen. Ich benutze auch mal aus dem Baumtisch, wie hier, benutze ich auch mal 800er Schleifpapier. Ich habe dann wasserfestes Schleifpapier. Damit gehen größere Klingen dann auch mal abgezogen und dann anschließend mit dem Leder bzw. mit dem Moosgummi. Also gut, danke fürs Reinschauen und tschüss.